Scheiße, das läuft ja mit. Also drehen kann man sich immer noch, wie ihr seht, aber es ist um ein Vielfaches leichter geworden. Force Feedback haben sie irgendwie geändert, das ist gerade total beschissen bei mir. Meins war so richtig schön schwer am Einlenken. Das ist jetzt komplett schwammig gerade. Ich weiß nicht, was sie geändert haben, die Arschlöcher, aber es fährt sich anders. Klar sind sie gleich. Ich bin jetzt genau 3 Runden gefahren, hatte schon 1,5 Zehntel Minus eben auf der Uhr. Meine PB war eine 8,4, nachdem ich 2,5 Stunden TT gemacht habe. Also, ich würde behaupten, im Moment nicht messbar der Unterschied. Mit Sicherheit nicht exakt gleich, aber jetzt nicht, dass es irgendwie eine Sekunde langsamer ist oder so. Das ist aber eine Traktion leichter, es ist nicht mehr so aggressiv. Also es wird dir helfen, ja. Ich finde es leider schade, wenn ich ehrlich bin. Du kannst halt hier einfach schöner aufs Gas, also... Von der Zeit her ist es genauso schnell wie vorher. Wie gesagt, Force Feedback ist irgendwie komisch. Ah shit, das war mein Fehler. Vom Handling her ist es Traktion auf jeden Fall einfacher. Das spürst du gerade hier in der letzten Kurve, wenn du auf den Puller gehst. Also wenn du jetzt hier im dritten raus beschleunigst, das ist schon deutlich entspannter als vorher. Da wäre jetzt dreimal der Arsch geflogen. Ich persönlich finde es schade, weil ich fand es vorher mit ein bisschen anspruchsvoller doch schon cooler. Es ist halt, ohne es jetzt böse zu meinen, aber halt sehr für die breite Masse gemacht worden. Es ist einfach entschärft worden. Ich sag mal, wenn du dich dann das Spiel richtig reingearbeitet hast, dann war das überhaupt kein Thema mit dem, mit der Traktion. Ja, Johannes, du hast dich ja gerne mal gedreht. Das ist auf jeden Fall einfacher geworden. Aber ich finde es scheiße, die haben das Feedback geändert. Das ist bei mir nicht mehr so schön schwer, wenn ich den ersten Lenkimpuls setze. Aber so hier fühlt sich alles genau gleich an. Mit Mittelsplit mit einer 0. Da war meine PB eine 9,1, nachdem ich ungefähr 100 Stunden hier rumgeschwitzt habe. Also, ich weiß nicht, was finde. Ich finde, wenn du in echt schaust, warte mal. Wenn du dir in echt anschaust, wie viel die strugglen im Ausgang, finde ich, dass es hier viel zu leicht ist jetzt. Ich fand es vorher wirklich genial. Also wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich nicht noch drehen kann. Das würde ich niemals in Frage stellen. Ja, hallo, grüß dich. Naja, du solltest dich vielleicht nicht einfach so drehen. Nur wie gesagt, meine PB war eine 8,4. Das ist jetzt schon mal eben schnell eine 0.
aber de facto, ja, genau. Also Pustekuchen, ja, das Spiel ist nicht langsamer, vergiss es. Bevor jetzt jemand Mods, warum ich da rausfahre, alle anderen fahren auch raus. Scheiße. Aber ich glaube, die. Ja, das Spiel hängt schon wieder. Wird schon wieder nicht aktualisiert, weil sie wieder irgendwas mit den Servern machen. Das Crossplay soll angeblich kommen kurz vor Challenger Series Start, also September. Damit es quasi nur noch eine einzige Plattform gibt, wo man sich für die Challenger qualifizieren kann. Dass das dann im Prinzip für alle ist, weißt du? Das ist auch geil, das heißt, wir gegen irgendeine fiktive Zeit. Ich muss es, glaube ich, einmal kurz neu starten. Sagen wir mal ganz schnell. Und dann aktualisiert er nämlich in der Regel. Ja, ich bin immer gefragt, ja, guck, 877 direkt, die ganzen Arschgesichter. Ich bin schon wieder noch 10. Na gut, weil meine Zeit nicht genommen wurde, sonst wäre ich 4. Naja, aber wie gesagt, also macht einen Haken hinter, das Spiel ist nicht langsamer. Das ist wahrscheinlich sogar schneller geworden, weil du aus den Traktionspunkten wahrscheinlich jetzt alles einen Gang tiefer fahren kannst. Wenn ich jetzt hier nochmal einen 3 probiere, ist wieder. Hoppala, das war also mein Fehler. Nur guck, hier so ans Gas zu gehen. Der hätte dich vor dem 5. Gang weggedreht. Und hier kannst du halt viel einfacher drauf stehen bleiben. Da hättest du vorher immer so das Heck reingedreht. Aber wie gesagt, ganz großer Minuspunkt vor das Feedback hat sich drastisch geändert. die Setups sind noch fahrbar. Also ich fahre quasi das TT-Setup, mit dem ich vorher auch die 25.8 gefahren bin. Hat sich von der Fahrphysik eigentlich gar nicht geändert. Jo, alles wird gut. Also ich finde es viel einfacher, hier auch da in der Kurve ans Gas zu gehen. Ich würde sogar sagen, das ist schneller geworden, das Spiel. Aufgrund der Einfachheit her. Och man, warum kommt immer dieser Snap da? Das hat doch jetzt gar nicht sein müssen. Scheißspiel. Zum Beispiel ist unglücklich wegen dem Diff.
nichts Österreichisches zu haben. Also ich muss in 10 Minuten eh wieder auf die Arbeit. Noch schnell 3 Runden und dann geht's wieder ab. Scheiße. Weiß nicht, ob ich die Bremse irgendwie auch anders anfühle oder ob das jetzt gerade sehr wahrscheinlich dann der Rest Einbildung ist. Ja, bei Reifendrücke finde ich gut, dass es endlich so ist, weil das war ja ein Witz mit dem Voll. Ja, 482, also das ist jetzt ohne mich etwas eingefahren zu haben mit dem Force Feedback, was mich gerade echt stört, dass da irgendwas lasch sich anfühlt. Also ist es auf jeden Fall genauso schnell. Also gefühlt noch schneller. Ich glaube, die Gerade ist langsamer. Ich habe das Gefühl, dass das sich da ein bisschen verändert hat. Ah, die Runde wieder nicht gespeichert. Ich frag mich halt echt, für was man es da macht, ne? Oh, geh, nerv mich jetzt nicht, Johannes. Ich will jetzt hier schnell fahren, ich will einen Vergleich haben. Ich habe mit Österreich gerade nichts am Hut. Also, dann machst du doch selber Pause. Unsere beste
beste Runde bis jetzt liegt bei 1,25,9. Das nervt mich. Also gut, nach der Runde mache ich mal Österreich, komm. The performance is almost the same, so I did after a few laps more or less the same time as I had before. From the feeling is easier to drive, especially on the exit, find a grip. But yeah, it's not a big change compared to before, so shouldn't be a big problem to get used to it. But it's definitely easier. What a shame. So, Johannes. The car is more or less the same, Mikko. It's a bit easier on the throttle. And just from the balance, from the handling, is exactly the same in my opinion. So there isn't much really a difference. It's easier to drive. So easy. That's really disappointed. They killed the game. Hoppla. Ach, scheiße. And you can cross the curb so much easier than before.
Ach, shit. Yeah, I did a lap before, so with third gear, and it's definitely work. So it should be possible to go one gear lower in more or less each every corner. Ach ja, komm. Maybe not here. But it felt a bit different compared to before, or maybe is it just coming back to this track after Thursday and just need a bit of time to get used to it again, but yeah, it should be on the same pace. Ach, komm schon. Yep, definitely. Got. That was pretty poor. But I think at the end you will not see any performance difference on the lap time. Ach, komm schon. Oh yeah. Yeah, but
So. Nicht gut, Johannes, im vierten.
Ja, kann man eigentlich fast sagen, überall einen Gang tiefer und es ist genauso wie vorher. Weil die Runde ist jetzt überhaupt nicht gut gewesen. Und eine Tiefe 9 ist jetzt auch nicht so ganz, ganz schlecht. Das ist nicht gut, ich weiß. Nur wenn du guckst, überall, das hat noch so viel Zeit drin, ne? Wo jetzt halt einfach mal auf die Schnelle in der Mittagspause gar nicht so richtig rausgeholt werden kann. So viel dazu. Also ist genauso schnell wie vorher, Johannes. Kann ganz verrückt sein. Ups. Nochmal ups. Jetzt schon nach 8 Runden eine tiefe 8 oder eine hohe 7 fahren. Ich bin vorher nur eine mittlere 7 als PB im TT gefahren. Also ich glaube sogar, dass das Spiel schneller geworden ist. Auf einer Strecke wie hier wahrscheinlich sogar, weil du halt eben Kurven hast wie die Turn 3 bzw. 4. I haven't done a single lap in Monza in this game, so I can't show you now as I have to go back to work and also haven't done any laps there, so I would be really bad at the moment or at the beginning, so not make any sense. Also.
So, gut, jetzt hiermit. Luca, es hört sich genauso wie vorher. Du musst ungefähr jeden Gang einfach eins tiefer fahren. Ansonsten ist es die Fahrphysik ziemlich gleich. Also, ich merke jetzt überhaupt keinen großen Unterschied. Ich würde sogar sagen, dass das Spiel schneller ist, weil es leichter ist. Also, das wäre jetzt so mein Eindruck. Aber ich muss jetzt go. I have to leave. Go back to work.